Ja, liebe Mineralienfreunde, hallo, herzlich willkommen im Kanal Matrix Minerals TV. Ein neues Video für euch. Hier sind Mineralien aus Spanien. Kalzit und Fluorit und Barit. Diese Stücke habt ihr alle im Video noch nicht gesehen. Alle diese Stücke sind logischerweise dann auch bei Spanien eingestellt und ja, dementsprechend stehen auch in der Beschreibung die Fundangaben und Maße und Gewichte wie immer drin. Ich zeige euch mal die Teile im Detail. Das ist jetzt ein Stück, ist eigentlich ganz was Besonderes, denn das kommt auch aus dem Gebiet, also Andalusien logischerweise, in dem Fall jetzt, das ist das Gebiet Murcia und Umgebung. Das habe ich euch noch nicht im Video gezeigt. Das gehört eigentlich nicht zu den Fluoriten mit dazu, aber das habe ich noch nicht aufgenommen. Und wie ihr sehen könnt, ich musste aus der Sonne schon rausgehen, weil das ist so brutal hell. Das ist Konikalzit. Das ist ein bisschen was Spezielles hier. Ganz interessante Stufe hier, so farblich mit allen möglichen Mineralien, also das Grüne da ist, dieses Grünliche ist das Konikalzit und das ist, kommt eben vor in dem Bereich dort, in den Gebieten Murcia, La Union, in dem Gebiet kommt das raus und das ist auch nur ein einzelnes Stück. Man sieht schon, das kommt aus einem Erzbergwerk. Da ist alles Mögliche drauf, also was das alles genau ist, weiß ich nicht. Das grünliche Gelbe ist der sogenannte Konikalzit. Also das kann ich so sagen. Aber was das andere ist, da bin ich direkt ein bisschen überfragt. Es wusste derjenige selber nicht. Ja, dann beginnen wir mit den Stücken von Spanien und zwar in dem Fall sind wir ja dann ganz woanders in einer anderen Gegend und zwar im Bereich Asturien, also sprich gegenüber an der Atlantikküste. Da gibt es ja die Fundstellen mit den Fluoritkristallen und ja, das ist hier so eine Fluoritstufe mit Dolomit von der Mine Moscona, die einzige noch in Betrieb befindliche Mine. Alle anderen sind angeblich schon geschlossen worden. Also so viel zur Info. Jetzt muss ich nochmal hier rübergehen. Das ist im Licht hier fast zu brutal. Ja, das ist unglaublich, die Sonne manchmal. So grünliche, gelbliche Würfel mit Dolomit hier. Richtig schönes, super Stück hier, also meiner Meinung nach. Mina Moscona, Solis, Asturien, die Fundstelle. Dann gibt es auch von der Mina Moscona solche Dinger, das ist klar, das ist immer ähnlich, das sind diese Platten mit diesen gelb-grünlichen Fluoritkristallen und das Ganze noch kombiniert mit Kalzit. Das ist typisch Mina Moscona, so muss man das einfach mal sagen. Das ist, ich habe von der Moscona noch niemals einen dunklen Fluorit gesehen, also die sind immer so hell, so gelblich-grünlich. Und die Kalzite, wie gesagt, die kommen halt auch vor dort. In dem Fall hier ein Stück hinten mit Kalzit kristallisiert.
richtig hübsch eigentlich. Und ja, und vorne rum eben der Fluorit mit dieser schönen glitzernden Kalzit-Umsäumung. Also ein richtig tolles Stück hier. Von der Mina Moscona in Asturien. Dieselbe Fundstelle Mina Moscona, da kann ich euch dieses Stück hier zeigen. Nochmals eine Stufe mit einer quarzigen, glitzernden Matrix mit etwas Fluorit und Kalzitspitzen. Da müssen wir mal kurz mal nochmal hier rüber gehen. Also das sind so skalinoedrische Kalzitspitzen, unten drunter ein paar Fluoritwürfel, so eine Kruste mit kleinen Würfeln. Und ich finde das Stück sehr interessant, weil diese Kalzitkristalle in mehreren Generationen kristallisiert sind. Man sieht ja quasi den Skalinoederkristall und man sieht, wie dann oben wieder auf der Spitze sich ein weiterer Kristall gebildet hat. Ja, das ist in der Art auch nicht ganz so super häufig zu sehen. Es ist also hier Kalzit, kann man sagen, auf etwas Quarz und Fluorit und hinten haben wir auch noch ein bisschen Kalzit mit drauf. Auch das Stück stammt von der Moscona. Genauso auch wie dieses größere Stück kann nur von Mina Moscona stammen. Schöne Kalzitkristalle auf einer glitzernden Fluoritmatrix. Ein richtig tolles Stück. Richtig gut, makellos kann man sagen. Sehr schöne Qualität. Schöne Kalzitkristalle hier, richtig gut. Und auch bei diesen Kristallen sieht man zwei Generationen Kalzit. Die kleineren unten drunter, erste Generation, die größeren oben drüber, die zweite Generation. Tolles Stück. Es hat ein richtig großes Schaustück, muss man einfach so sagen. Es ist auch die Mina Moscona, wohlgemerkt. Ja, dann machen wir weiter mit dem Baryt da drüben. Und der Baryt stammt nochmals von der Fundstelle La Union, Spanien, also aus dem Gebiet Murcia in Andalusien, wo auch die letzten Baryte, die ich euch gezeigt habe, herstammen. In dem Fall ein größeres Stück, auch mit großen, ja, meißelspatartigen Barytkristallen. Und da müsst ihr bitte dann nachlesen, die Fundstelle, wie die Mine heißt. Das ist also nicht jetzt von der Mine, wie vom letzten Mal, das kommt von einer anderen Mine. Aber der Baryt ist ja dort, ja, berühmt. Der kommt ja grundsätzlich immer aus dem Gebiet La Union und da gibt es verschiedene Fundstellen. Ja, und in dem Fall ist es halt eine Stufe nicht von der Tahiti-Mine, wie die anderen Stücke. Die Mine nennt sich
Da müsste ich jetzt nachschauen. Ich kann es euch auswendig nicht sagen, Leute. Ihr müsst das bitte nachlesen. Ich muss auf den Fundortzettel gucken, weil das habe ich erst jetzt kürzlich bekommen, das Stück. Das hatte ich zur damaligen Zeit noch gar nicht da, wo ich das letzte Video gemacht habe. Ja, das wäre also der Baryt gewesen. Dann haben wir die Kalzite gehabt hier und die Fluorite von Asturien sowie den Konikalzit eben auch nochmal von Andalusien. Und jetzt habe ich noch zwei hübsche Fluorite für euch. In dem Fall ist das ein Material, stammt von der Mine in La Visca. La Visca. Und die La Visca ist ja auch eine der Minen eben in Asturien. Aber wie gerade schon erwähnt, diese ist zu. Wurde im Dezember, was ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr zugemacht? Leider. Ich weiß auch nicht warum, aber anscheinend der Bergbau in Spanien, der Flussbadbergbau lässt auch nach und der Import ist anscheinend billiger und ist einfach so. Und dann hören die auf, dort selber zu graben und ja. Dann kommt natürlich nichts mehr von der Art nach. Das ist das Problem. Das Einzige, was, wie gesagt, und ich habe mich extra mit dem Händler unterhalten, er hat gemeint, die Einzige, was jetzt noch aktiv richtig arbeitet, ist die Moscona. Und die Frage ist, wie lange? Also das ist Mina La Visca. La Visca. Und da ist noch ein Stück, das muss ich auch noch aufnehmen. Das ist eigentlich die absolute Mega, also ein Megastück. Denn ich habe ja doch die spanischen Fluorite auch schon ein paar Jahre. Und ich weiß eigentlich immer genau, wo die her sind. Das sehe ich schon an dem Stück. Bei diesem Stück hätte ich mir gedacht, das kommt von der Mina Emilio. Weil nur bei der Emilio eigentlich gibt es diese hellen Würfel. Diese ja, transparenten oder hellen Fluoritwürfel. Aber der Händler hat gemeint, das ist einer der wenigen Stücke, welches also auch von der La Visca kommt. Also sprich Mina La Visca Asturien. Ja, okay, ich meine, ich muss mich nach dem orientieren, was mir gesagt wird. Das ist hier also fast transparenter Fluorit, richtig schön, total super kristallisiert, völlig makellos von der Mina La Visca und nicht Emilio, wo ich mir das eigentlich gedacht hätte. Also man weiß ja nie. Ich meine, ich orientiere mich natürlich nach der Angabe des Händlers und ich habe ihm extra gefragt, das muss doch von der Emilio sein, das gibt's doch gar nicht, dass die von der La Visca ist. Und er hat mir gesagt, er hat extra das betont, dass das wirklich von der Mine ist, La Visca. Und das ist für mich eigentlich ein bisschen was Neues, dass so eine Stufe von der La Visca kommt. Ich muss das einfach mal so sagen, weil das so ist. Das hat mich selber etwas gewundert. Ja, und dann haben wir noch ein Stück zum Aufnehmen, und zwar dieses hübsche Stüfchen hier, welches ich als Highlight des Videos betrachte, denn schaut euch mal das Teil an hier. Also das ist richtig, richtig gut. Wir haben hier eine Quarzmatrix mit glitzernden Quarzkruste, die hier so schön glitzert, mit kleinen Quarzkristallen. Und da sitzen diese dunkelvioletten, schönen, hervorragend ausgebildeten Fluoritkristalle drauf. In hervorragender Qualität allerdings.
Da unten ist sogar noch Galinit drin, sehe ich. Da ein bisschen Galena, glaube ich, glänzt hier noch raus. Glaube ich, hier an der Ecke. Ja, das Stück ist aber leider relativ teuer. Das ist auch das Beste von der Art, was ich momentan eben anbieten könnte. Und Mina Lavisca in dem Fall. Und so stelle ich mir den Lavisca Fluorit vor. Dunkel auf heller Matrix, so wie sie halt immer ausgesehen haben. Ich habe von der Mina Lavisca ja noch andere Stücke bereits am Video oder im Video gezeigt. Auch online sind noch ein paar andere Stücke von der Lavisca. Die habe ich jetzt nicht mit hergelegt. Man muss ja nicht alles fünfmal aufnehmen. Ihr seht ja das, was online ist. Bei Spanien sind die eingestellt. Spanien Seite 1. Da gibt es die Fluorite aus Spanien. Und da könnt ihr dann bitte die Daten entnehmen. Und ich habe noch eine große Platte mit Fluorit. Die werde ich jetzt noch aufnehmen. Da brauche ich aber meinen Kameraassistenten, der dann das Ding für mich hält. Das hänge ich jetzt dann noch anschließend ans Video dran. Dann lasst euch mal überraschen und bleibt einfach mal dran. Es geht gleich weiter. Bis dann. Ja, Sammlerfreunde, hier geht's weiter mit dem Stück, was gerade auf dem Tisch gelegen ist. Die große Stufe, die kann ich alleine nicht aufnehmen. Da muss wieder mein Kameraassistent kurz mal mithelfen. Und das ist hier dieser große Fluorit hier mit diesen himmelblauen bis türkisfarbenen Fluoritkristallen. Also eine ganz, ganz interessante optische Erscheinung. Die Kristallwürfel haben in etwa bis 3 cm, schätze ich mal, überwiegend 2. Manche Kristalle sind ein bisschen größer, bis 3. Und das ist eine richtige große Schaustufe, fast schon Museumsstufe, möchte ich mal behaupten. Und das stammt von Spanien, auch von der Mina Lavisca, Asturien. Und wie ihr sehen könnt, ein richtiges Teil hier, hochglänzende Kristalle, also mega, mega, mega. Ich kann das nur so sagen. Und vor allen Dingen, die Farbe ist auch cool. Die Matrix besteht aus so ein dolomitisch-quarzigen Mixturgestein, sage ich einfach mal, so eine Art dolomitische Matrix, würde ich das einfach mal bezeichnen. Und es ist relativ schwer, die Daten entnehmt ihr bitte dann aus der Beschreibung, dann da steht dann alles drin, Maße, Gewichte und so weiter. In diesem Sinne, Leute, bedanke ich mich wieder für eure Interesse, fürs Zuschauen. Und die Kontaktdaten jetzt gleich am Ende des Videos. Bleibt dran, ich bin noch nicht fertig. Es geht noch weiter mit weiteren Mineralien. Und wenn ihr Fragen habt, wie immer gesagt, Leute, rührt euch direkt bei mir. E-Mail oder Telefon. Danke für die Interesse. Bleibt dran bei Matrix Minerals TV. Und ich würde sagen, bis demnächst.